Hi Leute und herzlich willkommen zur letzten Woche des Abnehmen-Projektes, nenne ich es einfach mal. Ja, es ist Dienstag, ich mache heute eine ganz schnelle Nummer draus. Ich will eigentlich nur den Lauf fertig kriegen. 5 Kilometer sind geplant, Standardstrecke kennt ihr. Mal gucken, wie ich es aufnehme. Es ist sehr drückend, also finde ich jedenfalls. Aber der Lauf muss gemacht werden, habe ich mir fest vorgenommen. Ja, ansonsten, was gibt es noch zu erzählen? Ach ja. Das wird erstmal mein letztes Video sein, weil ich in den Urlaub fahre für ein paar Wochen und werde ich nichts machen. Also da werde ich nicht auch zwischendurch irgendwie mal ein Video machen oder so. Nein, da bleibt die Kamera weg. Ich werde wahrscheinlich im Urlaub laufen gehen. Ja, Hobbys filmen, mal schauen. Ja, vielleicht laufe ich auch einfach nur so. Ja, wie gesagt, es ist Dienstag. Ich gebe Gas. Bis gleich. So, mein schneller Lauf ist fertig und ja, er war wirklich schnell. Ich bin die 5 Kilometer in 30 Minuten und 29 Sekunden gelaufen. Das ist gut. Das ist richtig gut. So, wie gesagt, 30 Minuten, 29 Sekunden. Ich bin echt richtig gut gewesen. Der schnellste Kilometer war in 5,53. Ja, der langsamste war in 6,25. Ein bisschen ärgerlich. Das ist jetzt wirklich ein bisschen ärgerlich, aber wie gesagt, das auf Dauer durchzuziehen ist schon schwer, aber enorme Fortschritte, würde ich sagen. Ja? Enorme Fortschritte. Einfach mal schnell in 30 Minuten und 5er geknallt. Ja, hat schon wieder ein bisschen was her. Heißt, diese langen Läufe, wahrscheinlich ist es auch so, dass mein Körper sich an eine gewisse Belastung gewöhnt hat. Bloß das Tempo kriege ich noch nicht so ganz hin. Ne? Weil meine Armbewegung kriege ich ganz gut hin, aber mein Bein kriege ich nicht nachgezogen. Ich denke, da wird ein bisschen was fehlen. Und man bremst manchmal an manchen Stellen einfach ab. Das merke ich selber, wo ich denke, okay, hätte jetzt nicht sein müssen. Hättest du da durchgezogen, dann wäre es noch mal ein bisschen schneller. Aber egal. Ey, zufrieden sein mit seinem Lauf. Zufrieden sein. Besonders bei so einer Leistung. Ne? Alles klar. Das war's vom Dienstag. Ciao. Hi Leute und herzlich willkommen zum letzten Lauf der Woche. Es ist Donnerstag. Ja, und ich dachte mir, ein bisschen Smalltalk beim letzten Lauf. Jetzt habe ich gleich die 6 Kilometer schon gemacht. Ja, sehr heiß. Sehr, sehr heiß im Moment. So. Und keine Spucke mehr. Irgendwie war es Dienstag doch etwas angenehmer bei den 5 Kilometern im Verhältnis zu jetzt. Komisch. Windig ist es. Ja, bei den 5 Kilometern bei so schnellen Läufen kann ich euch definitiv nicht mitnehmen. Das schaffe ich nicht. Da müsste mein Sohn mitfahren. Hallo! Da müsste mein Sohn mitfahren, dass der mich filmt, weil da brauche ich die Luft zum Laufen und nicht zum Labern. Ja, morgen geht es schon ab in den Urlaub. Einmal noch arbeiten und am Freitag nach der Arbeit lege mich vielleicht noch ein bisschen hin und dann geht's ab nach Ungarn. Super schönes Land. Wart ihr schon im Urlaub? Wenn ja, wo? Wenn ihr Lust habt, könnt ihr das ja mal schreiben. Und dann kommen wir kurz zum Thema Sport im Urlaub. Geht ihr auch laufen im Urlaub? Oder sagt ihr, nee, Urlaub, da habe ich keinen Platz für meine Laufschuhe oder Laufkleidung. Oh, siehst du, das meine ich mit Wind. Ich, wie gesagt, pack alles ein, werde bestimmt laufen gehen, wenn es jetzt nicht 40 Grad sind. Ja, ich hoffe, ihr hört mich noch. Naja, schön gucken. Ja, bis gleich. Hi, ja, ich bin schon zu Hause. Es waren 9 Kilometer in einer Stunde und 3 Minuten. Ich hatte keine Kraft mehr, war Feierabend. Nachdem ich dann mit euch da kurz gesprochen habe, wollte ich eigentlich noch mehr reden, aber ich habe mich dann nur noch durchgekämpft
Und bei 9 Kilometer habe ich gesagt, nein, den letzten läufst du nicht, da die 10 sind. 9 reichen auch vollkommen aus. Bin damit sehr zufrieden. Ja, ist irgendwie dieses Video ist ein bisschen abgehackter, ja, weil man musste halt Vorbereitungen treffen für einen Urlaub. Ja, ich habe das alles so ein bisschen zwischengemogelt, bin aber trotzdem damit zufrieden mit meiner Laufleistung auf jeden Fall. Hey, fast wieder unter 30 Minuten die 5 Kilometer, ja. Bin ich stolz drauf. Das ist doch ein guter Sprung. Was natürlich immer schön ist an den Laufsport, man wird schnell besser. Ja, einfach ein bisschen mehr laufen gehen, einfach ein bisschen. Und dann geht halt einfach. Irgendwie läuft man dann einfach mal schneller. Kennt jeder Läufer bestimmt auch von sich selbst. Und manchmal auch ein bisschen tagesformabhängig. Ja, morgen geht's in den Urlaub. Freue ich mich richtig drauf. Ja. Wiegen tue ich mich morgen. Und dann schauen wir mal, was die Waage sagt. Ja, bin gespannt. Ein bisschen wird es, denke ich mal, sein. Also hoffe ich. Aber selbst wenn nicht so schön ist, ist egal. Ja? Es war ganz lustig, es war ganz schön. Und wir werden einfach sehen. Wir hören uns morgen. Ciao. Hi Leute, es ist Freitag. Juhu, Feierabend. Ich freue mich. Und lange Rede, kurzer Sinn. Ich gehe auf die Waage. Tada! Abgenommen! Wunderbar! 119,7. Ich freue mich riesig. Hätte es mehr sein können? Wahrscheinlich. Hätte man mehr drauf achten müssen? Bestimmt. Eine Woche fehlt mir, weil ich es ja nicht machen konnte, weil es mir nicht gut ging. Dementsprechend bin ich mit dem Ergebnis sehr zufrieden. Ja. Hey. Super. Ja. Dafür, dass ein paar Tage dabei waren, beispielsweise meine Frau hatte Geburtstag und da gab es dann auch Kuchen und so, ja, und das mag ich ja auch und ich bin ja auch kein großer Fan von diesen Monster-Diäten oder so, sondern einfach langsam was erreichen. Ich glaube, mit der Kilozahl, die ich hier verloren habe, in 7 Wochen ist das okay, ja, aber bei meiner Gewichtsklasse okay. Hätte bestimmt mehr sein können. Egal, ich bin zufrieden, Projekt ist damit beendet. Ich fahre jetzt ganz entspannt in den Urlaub. Ich wünsche euch schöne Wochen. Ja, wir hören uns. Bis zum nächsten Mal. Euer Fizzle. Ciao.